Eine Zuschauerin hat mich gefragt, mach doch mal ein alles klärendes Video, was wirklich alles aufräumt mit Metastudien über Mortalität, Raten, Low Carb gegen High Carb. Da habe ich gesagt, nö. Da hat sie gesagt, ich habe zwei größere Brüder dazu. Herzlich willkommen zum Video High Carb gegen Low Carb. Und zwar habe ich was sehr, sehr Spannendes gesehen in der Tagesschau. Und zwar wurde da ein Artikel, Low Carb verkürzt dementsprechend Lebensdauer. Ja, wurde da gesehen. Dann habe ich das auch angeteasert, schon in verschiedenen Gruppen, dass ich dieses Video machen werde. Da haben einer hat mich gefragt, Patrick, was erzählst du heute den Leuten so? Da habe ich gesagt, Mutter, das ist so. Zunächst kann man das gar nicht so sagen, weil dieser Artikel leider nicht ganz korrekt formuliert worden ist. Ja? Low Carb gewinnt immer mehr an Popularität. Popularität. So, und zwar aus diesem Grunde, weil natürlich der Wasserverlust ziemlich schnell einhergeht, weil Kohlenhydrate dementsprechend ja 3 bis 4 Gramm Wasser binden an sich. Ja, das hat ja, polare Moleküle und so weiter binden sich ja untereinander. Anderes Thema. Und des Weiteren auch, weil du natürlich auch etwas Schwierigkeiten hast, glaube ich, Muskeln damit aufzubauen, so kann man das formulieren, vorsichtig, ja. Beziehungsweise weniger es vonstatten gehen würde, weil du letztendlich das anabolste Hormon in deinem Körper nicht fütterst, beziehungsweise nicht ausreichend fütterst, beziehungsweise nicht so fütterst, um den maximalen Muskelwachstum zu generieren, das ist natürlich das Insulin. So, und jetzt wurde, da gibt es Studien, ja, die auch ganz klar zeigen, hier, ja, Low Carb erhöht dementsprechend, ja, Mortalitätsrate sehen wir hier schwarz auf weiß, ja. Genau das gleiche, wie auch hier in der Tagesschau dementsprechend erwähnt worden ist. So, was man aber jetzt auch schon sehen, ist, dass, wenn wir einmal genauestens hinschauen, dieser Nebensatz, einmal gesprochen in der Studie, nur auf tierisch basierenden Low Carb Ernährungen zutreffend, nicht auf pflanzlich basierenden. Das hat auch schon sehr intelligent ein Zuschauer, beziehungsweise ein Kommentator, ja, der kommentiert bei dem Facebook-Artikel dementsprechend von der Tagesschau, es so angemerkt hat, sehen wir unten rechts einmal, genau das ist ihm auch schon aufgefallen. Es gibt viele Studien, die genau das zeigen. Ja, zum Beispiel hier eine Studie mit 42.000 Frauen, ja, 42.237, ja, dementsprechend weniger Kohlenhydrate, ja, mehr Protein, mehr Fett und so weiter, höhere Mortalitätsraten und kardiovaskuläre Probleme dementsprechend, ja, von 42.000 Frauen. Ja. Oder auch hier dementsprechend ja, 113.000, ja, mehr Protein, dementsprechend weniger Kohlenhydrate, höhere Mortalitätsraten. Jetzt kann man auch genau das Gegenteil sagen. Zum Beispiel gibt es hier eine Studie, ja, von 18 Ländern, dementsprechend ja 135 Probanden wurden getestet und genau das Gegenteil wurde bewiesen. Ja, mehr Kohlenhydrate, höhere Mortalitätsrate. Jetzt kann man sich denken, hey, das ist doch totales Wirrwarr. Also zunächst muss man verschiedene Studien differenzieren auf ihre Aussagekräftigkeit. Zum Beispiel wurde hier die dementsprechend Referenzwerte, wann Low Carb und so weiter, wann High Carb und so weiter anfängt, der verschiedenen Ländern wurden gar nicht sozusagen auf eine Norm gebracht und es war ein völliges Wirrwarr unter den verschiedenen Ländern. Punkt Nummer 1, Punkt Nummer 2, was viel, viel schlimmer war, es wurde nicht unterschieden zwischen tierischen und pflanzlichen. Deshalb, somit schützen oder schmücken die alle sich, die immer argumentieren wollen, ja, seht ihr, Low Carb ist doch gar nicht so schlimm hier, High Carb ist doch viel, viel schlimmer, weil sie sich auf Studien basieren, die nicht wissenschaftlich ja aussagekräftig sind einfach, ja, weil hier nicht unterschieden worden ist, pflanzlich und tierisches Protein. Und hier einmal geht es um den Artikel, hier sehen wir die 7 Studien, woraus eine Metastudie gemacht worden ist, mit über 430.000 Probanden dementsprechend. Und jede einzelne Studie könnt ihr auch dementsprechend nochmal einsehen und so weiter, für den Link ich aber auch alles unten, so. Jetzt was ganz, ganz Interessantes, und zwar nochmal die Odd-Ratio müssen wir einmal klären. Das ist im vorletzten Video von mir genauestens erklärt worden. Ne? Deshalb blende ich hier mal kurz was ein. Wenn diese Zahl, die ihr hier seht, zum Beispiel größer als 1 ist und es um Krankheiten geht, dann ist es in der Regel so, dass danach mehr Erkrankte waren als vorher, wenn die Zahl über 1 ist. So, und die Odd-Ratio sagt nichts weiter aus, dass wenn die Zahl dann dementsprechend über 1 ist, ja, ist mehr Mortalität, das heißt mehr Todesfälle oder mehr Krankheit, als vorher da. Ist die Zahl kleiner als 1, ist weniger Sterbensrate oder weniger Krankheit da als vorher, vor den Untersuchungen. Ja? So, interessanterweise, wenn wir uns die Ergebnisse einmal anschauen, dann sehen wir genau für diese Studien, dementsprechend, wo untersucht worden ist, ja, mehr Protein, mehr Fett, weniger Kohlenhydrate. Ja? Das heißt, die Zahlen sind alle über 1. Das heißt, für eine Low-Carb-Ernährung, ja, wurde dementsprechend
festgestellt, ja, mit dieser Metastudie, dass alle Werte über 1 waren. Das heißt, mehr Mortalität als vorher da war. Das heißt, mehr Sterbensrate. Jetzt kann man sich denken, ja gut, okay, das ist jetzt eine Studie, ja, die sagt jetzt Low Carb und so weiter, lässt sich schneller sterben und so weiter. Das ist ja auch alles gut. Jetzt kann die Tagesschau ja auch so formulieren, wie sie gesagt hat. Wenn man sich den zweiten Teil aber anschaut, der Studienergebnisse, dann sehen wir, warum diese Studien sich so extrem durchsetzen gegenüber allen anderen Studien bisher. Und zwar ist es dieser Grund, weil es da ganz klar unterschieden worden ist zwischen tierischen und pflanzlichen Proteinen. Und wir sehen hier bei den pflanzlichen Quellen, dementsprechend, wenn die Low-Carb-Ernährung pflanzlich durchgezogen worden ist, sind die Werte, die Odd-Ratio, alle unter 1. Das heißt, genau der entgegengesetzte Effekt ist passiert. Die Lebenserwartung wurde verlängert, wenn sie auf pflanzliche gewechselt sind. Ja? Wie in dem Video zu den Übersäuerungssignalen des Körpers erwähnt, sind pflanzliche Produkte basenhaltig. Wir erinnern uns auch, dass aus tierischen Produkten häufig säurehaltige Lebensmittel hervorgehen. Es hat überhaupt keine Aussagekraft auf Low Carb oder High Carb dementsprechend, ja, Lebenserwartung erhöht oder niedrig, nein. Es kommt lediglich ausschließlich auf den Verzehr von tierischen, übermäßigen tierischen Produkten. Ja, deswegen diese Überschrift, ja, Low Carb verkürzt Lebenserwartung, ist natürlich völlig daneben hier von der Tagesschau, weil es kommt nur darauf an, ob tierische Lebensmittel zu einem großen Teil involviert worden sind oder halt eben nicht. Ja, das war's wieder von mir. Ich wollte ein bisschen, dass ihr, ja, dass da Klarheit geschaffen wird diesbezüglich, weil es so nicht stehen lassen werden kann, ja, dass man da so wettert gegen diese Low Carb, was aber gar nicht da untersucht worden ist in den Metastudien, ja, sondern es wirklich anscheinend verschleiert worden ist, dass die tierischen Produkte da wohl wieder der Übeltäter sind. Ja, ich weiß nicht, wer da seine Finger im Spiel hat oder was weiß ich was. Keine Ahnung, warum das nicht so offengelegt worden ist. Ja, das wollte ich ganz klar klarstellen für euch. Jetzt habt ihr auch nochmal ein ganz, ganz wichtiges, was ihr in der Hand habt, falls ihr in Diskussionen verwickelt seid. Ja, das ist wirklich der neueste wissenschaftliche Stand, ja, Metastudien basiert. Ja, mehr geht's nicht. Ich bedanke mich fürs Zusehen, würde mich selber einen Daumen nach oben freuen. Ich würde mich super über einen Kommentar freuen. Ich würde mich auch super freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, ja, damit ihr auf die Glocke drückt, damit ihr auch wirklich informiert werdet, wenn ein neues Video kommt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.